Hi. Jetzt läuft dem zu halt was mit, ne? Aber es stört dich ja Tue ich nicht, ne? aufnehmen, oder? Ja. Okay, cool. Haben wir wieder so easy peasy Aufnahmedinger. So eine lustige Warte, Serie immer Sieg bis wieder. zum letzten Mann. Ja, normale Sache, alter Bist du Bruder. behindert? Ja, wenn dann richtig. Okay, komm, warte. Du Sonst musst gib nicht jeden mehr so schnell einzelnen, auf. musst jeden einzelnen Bauern umbringen. Nee. Dann mach mal Eroberung, oder? Eroberung. Ja? Ja. Oder? Ja, also. Achso. Ah. Dan. Ja, genau, spam mal meine Ohren kaputt. Ja, okay, dann drück doch auf Start, Mann. Meine Fresse. Bevor ich hier noch einen Anfall kriege wegen dir. Yikes. Das Holz bitte. Was bin ich denn? Portugiesen? What the fuck? Das ist eine Schifffraktion. Berber. Hä, was macht Berber? Bestimmt so ein Afrikanerstamm, glaube ich. Ich hatte auch Ungarn, Vietnamesen und Birmanen, Alter. Alter, zum Glück schickt die Vietnamesen da nicht Vietcong her, Alter. Mach mal vier Gegner, oder? Drei. Auf Mittel würde ich erstmal drei noch machen. Okay, dann mache ich den nochmal auf. Dann machen wir drei Gegner, zwei wir. Also, ich bin bereit. Der Modus gerade war irgendwie. Der war überfordernd. Keine Ahnung, was das sein Oder der war schon ein bisschen überfordernd. soll. Hunnen und Sarazenen. Alter, wir sind beides in der berittenen Volk schon mal, das ist gut. Chinesen, Slam! Maya und Slaven, bra. Maya und Chinesen Alter! sind so gay. Chinesen sind so. Oh mein Gott, wie starten wir denn? Was Was ist das für eine Map? Was ist das? Junge! Hä? Was ist das für eine Map? Ich bin leicht überfordert. Ich glaube, hier kann ich ein Dorfzentrum bauen, oder? Wieso kann ich. Ich kann nirgendwo was bauen. Bist du berittenes Volk? Hier sind keine Schiffe oder so. Alter, was ist. Wir sollten ja trotzdem was bauen können, Bruder. Hä? Oh, what the fuck? Ja, aber Bruder, hallo? Auf was können wir bauen? Auf dem Sand oder auf dem Nichtsand? Wir können auf diesem Holz Scheißdreck bauen. Okay, let's go. Junge, was ist das für eine komische Map, Bruder? Ist das für ein Rotz? Alter, die Boote können durch die ganze Insel fahren, oder was? Ich schicke meine Boote zusammen, Alter. Ja, habe ich auch. Ich habe alles zusammengeschoben jetzt. Hinten lasse ich hier. Hey, jetzt habe ich auch noch Arbeiter. Hä? Was ist eure Aufgabe hier, irgendwas zu bauen? Ja, komm. Scheiß drauf. Also ich versammle mal meine Leute am Dorf. Ich vermisse den Speer. Legit, ich habe keine Ahnung, wie wir Holz bekommen sollen. Ich glaube, wir kriegen durch Schildkröten oder durch irgendwelche Fischviecher da Holz, denke ich mal. Hoffst du zumindest mal, ich sehe nirgendwo Wälder, Patrick. Hey, ich habe Rohstoffe gefunden. Wie Rohstoffe gefunden? Gold. Ja, Gold finde ich auch, Bruder. Das ist mir auch kein Problem. Wir haben direkt fünf. Ach so, ich bin Hund, ich habe direkt 500 Bevölkerung. Gay. Hart sich ohne Ende. Die Bäume hinten haben wir das hier fertig. Siehst du irgendwo einen Wald? Junge, hallo, wo will unser Essen herkommen? Jetzt mal im Und Ernsthaft. fischen? Ja, ich meine Holz, aber keine Ahnung. Ja, ich meine, Essen ist kein Problem gerade. Bro, die Map ist legit hässlich. Oh, ich habe Holz gefunden! Wälder oder wo? Mach mal Ping. Ja! Ganzen Wald! Wo denn? Mach mal Ping. Oh, Junge, Beruf! Hier! Die Wälder ganz an der Seite, Alter. Ich hab's gesehen gerade. Ich geh mich mal auch umgucken. Mit meinen kleinen Kolben-Babas.
Komm, hier geht hinterhin. Scheiß auf das Holz hier. Felder kann man doch machen, oh mein Gott. Aber die sind gerade erst. Ja, ich hab auch einen Wald, Patrick, alles gut. Wir sind geregelt, Alter. Legit, was ist das für eine hässliche Map? Schwertkämpfer rausbratzen. Warum finde ich überall Ochsen? Oh Junge, warum brauche ich denn Holz? Hör doch auf. Hier Stein. Ich brauche 200 Nahrung. Ich hab doch. Nee, ich brauche 200 Holz. Ja, Mon Kagigal, was wollt ihr von mir? Das wird lustig. Die kommen so, ja, hol mal 200 Holz. Ich so, ja, okay, sag mir wo. Ich mach das jetzt, ich baue das jetzt nicht ab, Alter, ganz bestimmt nicht. Der Ritter zeigt schon. Oh, ich fange an zu schwitzen hier. Ja, alles gut, ich mache heute schnell, aber das wird. Ich meine, ich hab immer noch die meisten Punkte. Sag's mal so, wie es ist. Ich bin immer noch so ein bisschen am Struggle, was ich machen soll. Hä? Ich sag's, wie es ist, ich hab immer noch die meisten Punkte, Bruder. Man kann ja gar keine Felder machen. Echt nicht? Dafür brauche ich doch eine Mühle erstmal. Du musst erst eine Mühle bauen, ja? That's a fucked! Kein Holz mehr! Ey, ich hab 50 Holz! Ich warte gerade, dass ich ein Ding aufbauen kann. Wie heißt es? Ein Holzfällerlager. Damit ich da unten Holz sammeln kann wie ein Blöder. Ich schicke alles in Holz rein. Sag mal, farbt die überhaupt? Jungs, runter da, ich brauch Holz! Weißt du, was das Schlimmste ist? Was? Dass wir drei Gegner haben auf dieser Map. Moment, irgendwie wollen wir überhaupt Schiffe erschaffen, wenn wir nicht mal Holz haben. Das wären jetzt noch mehr Truppen. Nochmal 10 Schwertkämpfer rauspressen, bitte. Ja, also, Bro, ich muss ja mal sagen, wir sind schon ganz schön gefickt. Alter, fühlst den Sweat? Alter, ich spüre, ich bin richtig am Sweaten hier, Alter. Aber Holz geht jetzt geht's richtig los hier mit dem Holz, Mann, ich sag's dir. Ja, aber jetzt geht's bei mir wieder hoch. Hier ist mein Gold voran. Oh komm, ich brauch mehr Gold. Ich muss unbedingt mehr Gold machen wegen Schiffe. Au! Ich brauche jetzt einen neuen Hafen, damit ich noch mehr Schiffskogen, also Schiffskutter daraus schmalzen kann. Warum ist hier ein chinesischer Handelskarren? Junge, willst du mich jetzt anhandeln oder was? Junge. Der kommt zu mir und handelt. Im Moment sind wir noch alle verbündet. Der kommt und handelt mich an, Patrick! Der klaut mein Gold! Nö, ich lass dich nicht. Er hat Gold bekommen. Oh mein Gott. Ich habe ihn aus Versehen Gold nehmen lassen. Patrick, ich finanziere unseren Gegner! Wenn wir verlieren, dann weiß ich warum wenigstens. Was soll denn diese verräterischen Akt hier, Alter? Warum handelst du mit dem Gegner? Das sagst genau du, oder? Ich hab das nicht gewollt. Hier kommt noch mal einer. Wo bist du? 18 Sekunden, Patrick, dann können wir ihn umbringen. Ich bin nicht schnell genug. Schiffe, ihr müsst kommen. Ich hab meine Kavallerie hinten dran. Der Gelbe wird sterben müssen. Hier ist noch mal ein Grüner. Stimmt. Bringt sie um. Halt dieser schnell. Dieser Modus ist so bescheuert, Mann. Alter, der stand aus meine Schiffe. Ja, Schiffe sind scheiße langsam, Mann. Was erwartest du? Meine Nahrung boomt jetzt aber alles andere nicht. Holzprobleme. LOL. Wo hab ich denn bitte noch mehr Rinder? Hä, wo kommt diese Quarkar jetzt auf bei mir her? Das ist scheiße. Schickst du jetzt mal diese scheiß Rinder rein? Warte, jetzt kommt der Rind schon wieder. Junge! Hör doch auf, die Rindviecher zu klauen! Meine ganze Burg ist voller Rindviecher! Rein da jetzt, ihr Drecksdinger! Diese Wasserbüffel, Alter, ich glaub's nicht. Ja, zahlst du sie. Behalte. Alter, du kriegst ja aufs Maul da unten. Überlebst du's auch? Easy. Wo haben's die Rinder dann jetzt mal geschafft? Danke. Schnelles Feuerschiff, verpiss dich doch! Oh, ich werde auch angegriffen, Patrick, irgendwo. Oh, ja, oh, die kommen durch meine Burg durch. Ja, wie viel kommen die hier denn? Junge, was sind das für Einheiten, Patrick? Die kommen hier mit der ganzen Armee.
ich hasse dich dafür, dass du gesagt hast, wir machen 500 Bevölkerung. Ich hasse dich gerade dafür. Ich bin tot, Patrick. Tschüss. Jo, Schuss kommt bei dir an. Ja, die ganze Gang, Alter. Komm mal. Mit Cosima. Und nun? Ja, also jetzt bei dir, du bist aber auch nicht besser dran, du. Nö, eindeutig nicht. Ja, was machen wir jetzt, Bruder? Verteidigen! Ja, was will ich hier noch verteidigen? Das ist ein Lost Case. Auf geht's! Emo! Hilf Patrick, ich krieg ja voll aufs Maul. Putsch alles raus, was ich haben kann. Wie viel ist das? Mein Dorf ist drüber, ist hin. Alter, meine Burg steht noch, das ist schon gut. Oh, ich muss deren Boote da unten wegkriegen, Alter. Die sind ja richtig am Struggle gerade hier. Die haben bloß weit gehabt, Dudes. Alter, ich kann's überleben. Das Problem ist, sind die Feuerschiffe. Ja, was ist jetzt los? Big Legs, Alter. Big Leg. Richtig Big Leg. Aber was für einer gerade, Alter. What the fuck? Ich werde hier oben gerade so zermörsert, Alter. Ich hab's hinbekommen. Ja, die kommen bei mir halt immer wieder hinten durch rein, Alter. Ich hab kein Holz, keinen Stein mehr. Oh mein Gott, die kommen da im Massen, ey. Marktplatz, Stein einkaufen. Kommen noch mehr neue. Alter, nee. Wieder Holz fällen, bitte. So, das sind hier oben schon wieder Schiffe von denen jetzt. Ich meine Einheiten. Oh mein Gott, ich krieg Cancer hier gerade. Ja, ja, ja. Gold geht es langsam wieder. Die Burg ist halt fast dead jetzt. Die ist wie ein dead-rischer Tod, unnötig. Mann! Ich töte immer mein scheiß Ding, aber wie heißt er? Mein Priester, ich will nur eine Reliquie holen und ich komme einfach nicht ran an die Reliquie, weil immer Leute kommen. Ey, was macht die scheiß Wasserbüffel hier? Geht mal weg aus meiner Base, ihr nervt mich gerade übelst. Es laggt so hart bei mir, Alter. Bei mir geht's wieder. Ja, schade. Feuerschiffe wären halt recht geil. Kann auf jeden Fall Bomber machen und Feuerschiffe auch, ja. Feuerschiffe, echt? Ja, Feuerschiffe geht. Schnelle Feuerschiffe. Aber nur die normalen, schade. Dann mache ich einen schweren Bomber. Wenn wir eh schon fast überall hinfahren können, dann machen wir einen schweren Bomber und dann bomben wir deren Bogen weg. Ich habe den wieder gefunden. Pass mal mit deinen Schiffen da auf. Zieh die mal zurück, weil ich schicke gerade noch ein paar Rinder runter, damit wir keine Rinderprobleme haben. Ja, ich suche den Gegner. Mit denen. Das mache ich mit den Rindern schon, hör auf. Ich möchte gleich einen Hafen zerstören oder so. Ach so, du willst direkt mal ein bisschen draufpatzen. Weil diese Feuerschiffe, die müssen unbedingt weg. Ich muss grün finden. Oder ist doch grün, ja. Oh, jetzt kommen sie mit einem Onager. So, Onager ist schon mal illegal, hallo. 10 Schiffe batze ich da oben nochmal raus. Wie schickt man eigentlich Einheiten in die Burg rein? Du musst die Einheiten anvisieren und dann gibt es da so ein Ausquartieren oder Einquartieren-Symbol. Ach ja. Wo komme ich jetzt am besten? Ich muss noch mal mehr Gold Spassies machen. Ich mache jetzt so eine 10er Squad Gold, Leute. Wie soll man dann Gold in Massen sammeln? Mach die Tiri-Böcke weg. Das ist ultra wichtig. Bro, die Maya-Typ ist da unten, greift mich ja mit Mega. Soll ich dir noch eine Flotte zur Verstärkung? Okay, ich kann dir keine Flotte zur Verstärkung schicken. Das geht leider gar nicht. Komm noch zur Stiebe. Ich mach erstmal nochmal
zweiten Holzfäller-Squad mit 10 Leuten. Weil Holz ist langsam auch knapp wieder bei mir. Die Burg ist weg. Scheiße. Du, der eine gelbe Rambock, der eine Tribok musst du gucken. Der gelbe. Ah ja, den meine ich, den freue ich ja. Junge, was ist denn mit denen? Woher kommen denn ihre ganzen Einheiten? Scheiße, hier sind Truppen von Feinde. Brauchst du Unterstützung oder nicht? Nee, passt. Haben sie wieder eine Schwachstelle meiner Burg gefunden? Ich kann nicht mehr. Mir auf die Nerven. Jetzt zwingt mich einfach noch mal noch mehr Burgen zu bauen. Ich hab ja nicht schon 20 Stück. Ja, ohne Scheiß, das denke ich mir auch gerade so. Da baue ich halt noch mehr. Alter, nee. Die wollen's halt. Ich werde halt von zwei Seiten angegriffen, das ist halt mega ekelhaft. Also Gold, Nahrung, Holz habe ich einiges, aber ich hab Stein. Ich bin bei 4000 bei allem gerade. Na gut, das ist so viel halt auch nicht, aber trotzdem viel. Grün ja, wollen jetzt. Die Grünen wollen es jetzt wissen, Patrick. Kommen die mit Feuerschiffen? Nee, die kommen jetzt mit komplett vielen Federpfeilschützen gerade. Ja, die sind mega okay, aber. Die sterben. Ja, aber meine Burgen sind zu voll. Die kommen nicht durch die Burgen durch. Infanterie und Kavallerie macht was mit Schmelzöfen? Zwei Angriffsstärke, okay, lass mal. Oh, da kommen sie mit dem Ding. Mit dem Tribok. Meine Burg kümmert sich um den Tribok ganz alleine, warum nicht? Burg wieder reparieren, bitte. Da sind sie noch 8. Müsste doch grün in der Mitte sein. Nicht Husare. Paladine brauche ich. Nochmal 15 Stück. Also ich denke mal, einer ist hier, dann hier und dann hier. Da hinten versucht es Blau immer noch, oder was? Ja, Blau versucht es immer noch, um hinten rum zu gehen. Ich habe eine Relikte gefunden. Ja. Du hast grün gefunden. What? Da zocke! Mach das Feuerschiff weg! Ihr kümmert euch um die Einheiten, meine andere, die andere. Also ich komme mit Vollkavallerie, Patrick. Ich mach nichts anderes als Kavallerie. Das ist gut. Alter, was soll die denn hier rumstehen? Vor allem schau dir die Armee an, Patrick. Die Takane werden nachher die Leute so zerfetzen. Weil die machen Gebäude so schnell kaputt, das ist gar nicht mehr normal. Das ist gut. Ich muss ihre Häfen finden. Lex, Alter. Hafen gefunden! Mach das weg! Schaff ich es nochmal? Riesensquad Takane rauszusetzen. Ein Takan kostet 60. Ich verkauf Stein. Jo, hier ist ein Festung in en masse. Okay, jetzt kann ich mal 45 Takane rausquetschen. Du musst mal bei dir oben gucken. Du wirst gerade ein bisschen von Chinookchus und Helebardieren angegriffen. Sollen wir mal Grüne erst umbringen, oder? Ja. Also sobald ich 60 Takane habe, schicke ich die runter, gell? Und was wollen die Prater oben machen? Ich habe eine richtige Verteidigung gemacht. Hallo, kann mal jemand nach dem Tribok gucken, der gleich anfängt zu schießen auf meine Leute? Okay, der Tribok will nicht schießen. Der schickt einen wieder zurück zu meinen erstmal. Sag mal meinen, dass die nur stehen bleiben sollen, nichts machen sollen. Ja, das habe ich meine auch gemacht. Jo, schau mal, was die jetzt hier herkommen. Guck mal, was die bei mir machen. Die versuchen was. Ich sag's mal so, sie werden es nicht hinkriegen. Ah, der Rambock ist gefährlich. Alter, dieses Maschinengewehr. Die werden so zersprengt, Alter. Oh, der Rambock ist echt gefährlich. Nö.
Der piekst ja nur ein bisschen. Okay, meine Einheiten sind da. Also du lässt, deine basically Amok laufen und ich kümmere mich um die Burgen. Ja, ich gehe die rein. Ich schicke meine auch zu dir. Nimm mal einen Boten, nimm mal deren Schweinepriester da oben um. Da ist gerade einer hier hochgelaufen. Ja. Du musst mit deinem Boot ein bisschen Platz machen, sonst komme ich nicht durch. Die sind tot. Schick mal ein paar von deinen Mameluken hier runter, damit die die Maya-Kackrollen angreifen. Mein Gott. Okay, jetzt gehen wir. Ich schick's einfach alle gerade runter. Jojo, ich kümmere mich um die Burg. Ja. Schlägt! Oh, das ist nicht gut. Greift er meine Burg an, Alter, und reißt sie beinahe nieder. Komm, ich geh ja gleich mal mit auf die Burg. Deren Burgen sind weg. Da können sie eigentlich Amok laufen lassen, da unten. Nur Dorfzentrum noch wegmachen. Ich hab Ochse gerade geholt, kurz, von denen. Nicht schon wieder. Wir haben beinahe meine Burg hier oben zerstört gehabt. Alter, ich hab 10.000 Gold auf einmal. Ja, die kommen aus dem Eck da hinten. Ne? Baut jetzt Häuser! Ey. Alter, wie viele Reiter hier überall sind! Junge, wir haben die Kavallerie-Gang, Alter! Die könnten Junge, ja 50 wir mal auslöschen! Wir reiten die nieder, Alter! Wir greifen. Deine Gang kommt ja richtig spät, Alter! Die müssen komplett außen rumlaufen! Ja. Der gibt's aber glaub auf. Sobald die Burg weg ist, gibt er auf. Hat anscheinend gemacht. Jetzt hat er aufgegeben. Junge, ich hab dich am Ende noch mit Punkten überholt, wie das? Die ganze Zeit, weil du halt immer was hingebaut hast, ich gar nichts mehr. Ich hab gar nichts hingebaut, ich hab nur Truppen gespammt. Vielleicht lag's daran. Hab schon lange nichts mehr gebaut. Ja, oh mein Gott. Das ist immer unsere Taktik. So viel produziert, dass man sie 30 Mal umbringen kann. Ja, guck mal, du hast die Hälfte von mir vielleicht. Alter, am Anfang waren wir schon übelst am Struggeln. Alter, ich hab nicht gewusst, ob ich das da oben verteidigen kann. So viel Kavallerie kam da oben gerade. Ich hab sie einfach an meine Burgen laufen lassen. Ich hab irgendwann gesagt, ich juck mich nicht. Ja, ist auch so. Irgendwann war ich so, ne, juckt mich nicht, komm halt her. Alter, das war schon heftig jetzt. Das war der schlimmste Kampf, was ich jemals hatte in AOE. Der bislang schwierigste Kampf. Ey, ich war schon ein bisschen so gezwungen, Scheiße zu bauen. Der Anfang hat total reingeschissen. Komplett. Alter. Zwei Stunden. Fast zwei Stunden. War jetzt die Runde zwei Stunden lang, uff. Ja, mit der vorigen. Dieser komische Battle Royale-Ding. Diese Battle Royale-Bullshit da, Alter. Ey, der war aber gut. Der war schon scheiße. Der war scheiße gut. Ja, ich mach jetzt hier auch einen Cut. Sag ich's mal. Verpisst euch. Er sagt einfach, verpisst euch. Verpisst euch, das muss am Ende von der Folge kommen. Verpisst euch. Ein Chill mit Ö und ein V mit hässlichen. Ein V? Was willst du jetzt mit dem V, Alter? Was wollen die mit dem V anfangen? Ey, wer will denn kein V? Ganz ehrlich. Bist du kein V? Bist du fautistisch? Ich weiß es nicht. Maybe. Wir brauchen Hirndoktor. Haben wir sowas?
Was brauchen wir? Einen Doktor? Ein Hirndoktor, ja. Ja, dafür ist bei uns jede Hilfe zu spät. Echt? Yes. Da würde ich bloß sagen, ist Verschwendung an Potenzial. Nee, lohnt sich nicht. Komm einfach her, lohnt sich nicht. Ist zu spät. Next time, please come earlier. Thank you, thank you. Im nächsten Leben komm einfach gar nicht mehr. Ich nehme meinen Job und hänge an den Nagel und fertig ist. Job Güzel, Alter. Job Güzel. Job Güzel, ja. Das ist der Job Güzel. Ey, es war jetzt aber schon eine Cancer-Runde irgendwie. Oh, ja, das sagen wir mal. Ciao mit V und Hallo, tschüss. Wie oft will ich denn noch Tschüss sagen? Nein, tschüss. Das muss, ja dann irgendwie, das muss ja dann richtig reinschneiden, damit es sich irgendwie auch gut anhört. Nee, das schneidet einfach alles komplett rein. Du machst die Folge einfach so, wie sie ist. So komplett Bullshit, random Talking hier, Alter. Ja, ich nehme einfach nur keine Kampfszenen und so raus, sondern nur Bullshit-Talk, okay? Nur den ganzen Bullshit-Talk am Anfang, okay? Warum? Da, wo man nur rumgeraged hat. Panik so, auf der Titanic. Die Folge heißt einfach Panik auf der Titanic. Wir sind alle so, no, die kommen ja mit mega viel. Nach 2 Minuten Video rum. Okay, wie es ausging, weiß keiner. Lass uns einfach mal das nächste Mal so ein Video machen, wo wir einfach nonstop alle Gegner auf ultra schwer machen und wir einfach komplett geraped werden. Warum? Und das nehmen wir dann einfach, wir haben dominiert. Ja, wir wurden dominiert, besser gesagt, Junge. Dominating! Yes, let's go! Oh, bisher haben wir keinen Kampf verloren. Das ist wenigstens was Positives. Ja, muss so. Die waren jetzt auf Mittel, ne? Mittel. Das war schon heftig da. Die haben auch schon trotzdem am Anfang ordentlich geballert, bis wir uns gefasst haben, mal wirklich. Ey, wir sind einfach so Weaklings, ganz ehrlich. Die Gegner oder wir? Wir! Dass wir gegen Mittel... Wir haben ja schon rausgerastet, Alter. Dass wir gegen Mittel nicht richtig ankommen. Egal. Ey, wir hatten einen kurzen... Ich hab dir gesagt, ich brauche immer mega lang zum Anfangen. Zum richtig die Wirtschaft ankurbeln und so alles. Ja, der Anfang... Aber hast du gesehen, nachdem ich's hatte, 500 Truppen. Auf dem Weg zum Gegner. Am Anfang, da ploppt's bei mir. Da geht's dann. Das kann man natürlich auch ausbauen. Aber es geht am Anfang. Da weiß ich schon so ziemlich, wie was gemacht wird. Aber danach... Ich verschätze mich immer mit dem Truppen losschicken. Jetzt ist mir auch ein Kind gestorben. Jetzt mach ich ja schon was aus. Ja, ich beende jetzt das Video. Ja, mach mal hier einen Cut. Boom.